Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough und ihr seht es schon, wir spielen Castlevania The Holy Relics. Das ist ein ROM-Hack für das Original Castlevania auf dem NES. Wir spielen es auf dem NES Classic Mini. Ja, ich habe sehr viel Gutes über diesen ROM-Hack gehört. Soll einer der besten für Castlevania sein. Unter anderem auch mein guter Kumpel, der Shepard, hat sehr über dieses Spiel geschwärmt. Und da dachte ich mir, ich spiele das mal. Ich weiß nur so ein bisschen, was mich hier erwartet. Wir haben ein Stage Select und wir haben irgendwelche heiligen Relikte, die uns helfen. Und ja, wo fangen wir mal mit an? Fangen wir mal an mit den Dennis Woods, weil es ganz oben steht. Und okay, wir können nur dieses eine hier auswählen. Dieses Kreuz. Was normalerweise alle Gegner auf dem Bildschirm vernichtet. Oh, und ich sehe gerade, die Steuerung hat sich sehr verändert. Wir können in der Luft die Richtung ändern, wenn wir springen. Und wir können auch kleinere Sprünge ausführen. Das ist ganz cool. Zum einen, weil es uns mehr Manöverungsfähigkeit beschert. Und wir können auch auf den Treppen springen, also quasi wie in Symphony of the Night. Und am Schlüssel, okay. Ist das jetzt so ähnlich wie jetzt in Castlevania Adventure, in dem Remake? Oder dass wir so optionale Türen oder Pfade haben? Oder... Nee, okay, ah, wir brauchen den, um da reinzukommen. Okay. Ich vermute mal, dass diese Mechanik noch öfter verwendet wird. Deshalb ist wahrscheinlich wichtig, dass wir ziemlich viele Kerzen mitnehmen, oder? Könnte möglich sein. Ich weiß nicht, ob ich mich so recht daran gewöhne, dass wir kleinere Sprünge machen, wenn ich die Taste nur kurz halte. So aus dem Gedächtnis her bei Castlevania macht man das ja anders. Das ist jetzt eher so ein bisschen so wie Mega Man. Aber ja, ist auch mal was anderes. Ja. Muss mal schauen, ob ich mich daran gewöhne. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir dieses Relikt da ausführen können. Mit oben und Waffe machen wir auf jeden Fall die Zweitwaffe nach wie vor. Könnte vielleicht Select sein. Ich will es mal jetzt noch nicht verballern alles. Weil ich gehe mal davon aus, dieses Kreuz da, das ist ähnlich wie das, was man im normalen Spiel kriegt, dass alle Gegner auf dem Bildschirm vernichtet werden. Gehe ich mal einfach stark von aus. Vielleicht hilft das ja beim Bossgegner. Na, weiß man ja nicht. Kann man ja mal ausprobieren. So, ja, wir haben Schlüssel, habe ich vorhin gesehen, haben wir auch wieder. Wird da oben angezeigt. Für apropos Anzeige oben, ich sehe da gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir auf dem NES Mini spielen, aber da oben steht statt Player, steht da Layer und Nemi, wo eigentlich Enemy stehen sollte. Da fehlt irgendwie so ein Stück vom Bildschirm. Ah ja, okay, also Energie kriegen wir auch von normalen Kerzen. Das ist auch schon mal ganz gut. Oh, scheiße. Oh ja, und wenn wir getroffen werden, haben wir auch so ein bisschen Kontrolle, wo wir landen. Das ist auch schon mal ganz gut. Das hilft auf jeden Fall weiter. Ah, okay, da oben wäre noch eine Mahlzeit. Ja, gut, können wir leider nicht mitnehmen. Kommen wir so nicht hoch, aber müssen wir mit leben. Und ja, der Soundtrack gefällt mir auf jeden Fall gut. Und das hat auch einen Grund, warum der natürlich sehr, sehr gut sein wird, da wo ich mal stark von ausgehe. Denn der Programmierer und Komponist dieses ROM-Hacks ist Optomon, der auch der Komponist des Soundtracks von Metroid Rogue Dawn war. Einem Metroid ROM-Hack, bei dem ich persönlich auch mitgewirkt habe. Ja. Als Beta-Tester. Große Überraschung. Ja, wer dazu mehr erfahren möchte, den verweise ich gerne auf meinen Walkthrough, der verfügbar ist über meine Playlisten oder auch über eine einfache Suche. Da erzähle ich gerne mehr dazu. Naja, gut, aber auf jeden Fall... Oh, wir sind beim Bossgegner. Und, oh Gott, das ist eine riesige Spinne. Wie gut, dass wir die Axt dabei haben. Das ist die passende Waffe dafür. Und wie kann ich jetzt dieses Dings da auslösen? Und mit der Richtungstaste geht's nicht. Ah, Select, okay. Aber hat keine Auswirkung auf den. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das den Bossgegner jetzt mit einem Schlag kaputt gemacht hätte. Ja, ein bisschen zu einfach, oder? Naja, egal. Hauptsache, wir haben es geschafft und wir kriegen eine Krone, die uns sonst irgendwie so 2000 Punkte oder sowas gibt.
Ist ja auch nicht schlecht. Und dieses Stage Clear, der Effekt, der hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber okay. So. Eine Stage geschafft, vier haben wir noch und Bratmänner, ja. Die bleiben uns noch übrig. Aber die können wir nicht auswählen, wahrscheinlich erst, wenn wir alle geschafft haben. Und nehmen wir mal die Camilla-Gruft. Und nehmen wir doch mal als Relikt diese Krone. Wer weiß, was die macht. Oh, und das ist ein Alpha-Symbol. Das ist wahrscheinlich unser Doppelschuh. Und die Musik, die wir hier hören, die ist aus Castlevania 3. Aus den Leveln, die man spielt, wenn man den Pfad mit Alucard gewählt hat. Unter anderem dieser Sumpf. Oh Gott. Und ja, hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Aber da hätte ich auch jetzt nichts anderes erwartet. Dieses Stage heißt Camilla-Gruft. Ich weiß nicht genau, wann dieser ROM-Hack rausgekommen ist. Ich glaube, also alt ist der noch nicht. Da vielleicht mal gucken, wenn wir uns mal irgendwann bis zum Abspann schaffen. Vielleicht hätte ich auch auf dem Titelbildschirm mal schauen sollen. würde mich nicht überraschen, wenn die Camilla aussieht wie aus der Castlevania-Serie. Wäre auch eine sehr coole Anspielung, weil ich fand, sie war einer der besten Charaktere auch in der Serie. Umso bedauerlicher fand ich es, dass es kein Duell zwischen ihr und Trevor Belmont gab, aber naja, gut. Das ist aber eine andere Sache, da will ich auch, jetzt habe ich schon viel gespoilert. Will ich aber auch nicht mehr machen. Wer Castlevania-Fan ist und die Serie noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Die ist richtig, richtig gut. Ist wahrscheinlich das beste Produkt, was wir anhand einer Serie oder eines Films haben, was es gibt, was auf einem Videospiel basiert, würde ich mal locker sagen. Oh, und hier ist eine unsichtbare Treppe, okay. Aber die führt uns hier wieder hin. Da waren wir schon, ja, und kommen nicht mehr zurück. Ja, da haben wir uns mal schön über den Tisch ziehen lassen. Ich hatte jetzt so gedacht, eigentlich so ähnlich wie bei Castlevania 4, da sind unsichtbare Treppen was Gutes. Aber jetzt haben wir uns hier mal, einfach mal schön in so eine Anfängerfalle gelaufen. Oh, und da ist das ist ein Beta-Symbol, das ist dann wahrscheinlich der Dreifachschuh. Ist da nochmal eine Mahlzeit jetzt drin? Das wäre ganz cool. Nee, dummerweise nicht. Ja, egal, also hauen wir hier einfach mal ab. Wir müssen ja nicht jeden Gegner plätten. So, übrigens ganz cool, dass wir von den... Das war ein extra Leben, okay. Ist auch ganz cool, dass wir von den Treppen, wenn wir nach unten und die Sprungtaste drücken, runterspringen können. So, da ist die Tür. Ne, wir nehmen nicht die Treppe. Diesmal nehmen wir die Tür. Wir haben auch den Schlüssel. Scheiß-Mumie machen wir mal platt da hinten. Vielleicht hier noch was. Jo, da ist was in der Wand, allerdings nur ein Herz. Kann man ja nicht immer eine Mahlzeit kriegen. Oh Gott. Ah, scheiße. Dämliches Skelett. Da war der Schlüssel. Okay, den kriege ich jetzt nicht wieder. Das ist natürlich extrem schlecht. Gehen wir davon. Oh ne, da hinterlässt ein Gegner oder da ist in der Kerze noch ein Schlüssel. Das ist sozial. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte nochmal irgendwie zurückgehen müssen, damit dieser Schlüssel da nochmal spawnt. Und ist das jetzt... Das scheint nur eine Abkürzung zu sein, oder? Ah ja, und ein versteckter Schatz, okay. Ich nehme jetzt mal nicht das heilige Wasser mit. Das würde bedeuten, wir müssten unsere schöne Axt mit dem Dreifachschuh opfern. Das will ich mir jetzt noch nicht.
Es wäre vielleicht auch taktisch ganz klug, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Camilla ein ähnlicher Boss ist wie in Simon's Quest. Also so ein fliegender Kopf. Da wäre die Axt eine gute Wahl, würde ich mal sagen. Schon sagen, also die Grafik hier, das gefällt mir extrem gut. Also mit diesen Schattierungen überall drin, das hat einen sehr coolen Stil auf jeden Fall. Also da kann ich echt nachvollziehen, warum dieser Romek so gut ist. Bisher macht er auf jeden Fall auch einen verdammt guten Eindruck. Ist nicht überhyped so wie die, in Anführungszeichen, boah, besten Romeks bei Super Metroid. Vor allen Dingen so mit der Kontrolle, das macht echt was her. Und das ist auch wahrscheinlich so, dass das Spiel, was das Gegnerverhalten angeht, stark darum herum designt ist.